Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder ein 3-Bücher-Die-Video für euch. Ihr habt mir bei Instagram so viele Vorschläge gemacht, was ich als 3-Bücher-Die-Video nehmen könnte. Also schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Dort stelle ich immer mal wieder so einen Fragesticker in die Story. Und dann könnt ihr quasi Anteil nehmen an meinen Videos, beziehungsweise könnt mir sagen, was für Videos ich drehen soll. So, das heutige Thema, ihr habt es im Titel schon gesehen, 3 Bücher, die außerhalb meiner Komfortzone liegen und ich sie trotzdem gekauft habe. Das war jetzt gerade ein sehr schlechtes Deutsch, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich habe mir 3 Bücher aus 3 verschiedenen Genres aus meinem Bücherregal rausgesucht. Und werde die euch jetzt natürlich auch vorstellen und auch begründen, warum ich ein Buch, das nicht dem New Adult Genre oder dem Fantasy oder Romantasy oder Urban Fantasy Genre angehört, gekauft habe. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Buch, das tatsächlich auch das einzige ist, das ich von den 3 bereits gelesen habe. Also es ist ja immer etwas schwierig, aus seiner eigenen Komfortzone rauszukommen. Ich denke da auch immer, dass man für solche Bücher gerade im richtigen Moment sein muss. Man muss gerade im Mut sein, dieses Buch zu lesen, weil es eben nichts ist, was man sonst regelmäßig zur Hand nimmt. So, das war jetzt genug Vorgeplänkel. Jetzt kommen wir zum ersten Buch, das ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das die Aurora-Reihe von Jay Kristoff und Amy Kaufman. Aurora erwacht ist der erste Band der Trilogie. Es ist ein Buch aus dem Bereich Sci-Fi, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also es spielt die ganze Zeit im Weltraum. Es geht um Raumschiffe, es geht um Piloten, es geht um Weltraumreisen, es geht um Zeitsprünge. Es ist also wirklich so ein richtiges 100% Sci-Fi-Buch. Warum habe ich es damals gekauft bzw. angefragt? Ich habe es damals als Rezensionsexemplar bekommen, weil ich ein großer Jay Kristoff-Fan bin und weil meine Mädels, die mich jetzt ja schon seit mehreren Jahren kennen, nicht nur hier in der Buchbubble, sondern auch privat, die kennen mich noch um einiges länger als die Menschen in der Buchbubble. Und ein paar Mädels aus meiner Clique, sage ich jetzt einfach mal, haben das Buch gelesen und haben gesagt, du musst das unbedingt lesen, das wird dir gefallen. Ich mag ja zum Beispiel auch Sachen wie Stargate Atlantis zum Beispiel. Also ich bin jetzt, oder Guardians of the Galaxy natürlich, ich bin jetzt keiner, der Sci-Fi furchtbar findet, aber irgendwie hat es mich buchtechnisch noch nie dazu gezogen. Das war quasi mein Debüt mit dem Genre Sci-Fi und was soll ich sagen, ich habe die Reihe wirklich geliebt. Sie ist wundervoll und ich kann sie wirklich zu 1000% jedem ans Herz legen, der in diese Richtung mal etwas lesen möchte. Es ist nämlich gepaart mit Jay Kristoffs unverkennlichem, manchmal auch schwarzen Humor und man hat einfach die ganze Zeit was zu lachen und dieses Sci-Fi-Thema ist eigentlich nur Nebensache. Man erkennt es übrigens auch schon am Klappentext, der sehr humorvoll gehalten ist, was einen ungefähr an Spaß in diesem Buch erwartet. Tyler, frisch ausgebildeter Musterschüler der besten Space Academy der ganzen Galaxie, freut sich auf seinen ersten Auftrag. Als Alpha steht es ihm zu, sein Team zusammenzustellen und er wird sich nur mit den Besten zufrieden geben. Tja, die Realität sieht anders aus. Er landet in einem Team aus Losern und Außenseitern. Scarlett, die Diplomatin. Sarkasmus hilft immer. Not. Sila, die Wissenschaftlerin, dezent soziopathisch veranlagt. Finian, der Techniker, besser gesagt, der Klugscheißer. Kalis, der Kämpfer, es gibt definitiv Menschen, die ihre Aggression besser unter Kontrolle haben. Cat, die Pilotin, die sich absolut nicht für Tyler interessiert, behauptet sie zumindest. Doch dieses Katastrophenteam ist nicht Tylers größtes Problem. Dann kommen wir zu einem Buch, das ich euch in verschiedenen What I Read Next Videos vermutlich schon hochgehalten habe, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Es ist ein Buch aus dem Genre Thriller oder auch Psychothriller, je nachdem. Ich kenne den Inhalt ja noch nicht.
Ich hätte euch jetzt auch Sorry von Bianca Iosivoni hochhalten können, das ich bereits gelesen habe und zu dem ich auch mehr hätte erzählen können. Aber ich habe Sorry nicht als Hardcore-Thriller empfunden. Es war eher so eine, ja, Liebesgeschichte mit Thrill- und Crime-Elementen. Aber einer, den wir alle kennen, der ist bekannt für seine Thriller und das ist kein geringerer als Sebastian Fitzek. Und ich muss wirklich sagen, und das sage ich glaube ich jedes Mal, ich habe wirklich noch nie einen Fitzek gelesen. Und gerade auf der Frankfurter Buchmesse, die Fitzek-Schlange für Bücher zu signieren, die ist unfassbar lang. Die geht einmal durch die Halle aus der Tür raus und steht dann einmal quer übers Gelände. Wir haben dann immer gefragt, für wen steht ihr an? Und dann haben die gesagt, Fitzek, und die Schlange war ungefähr, keine Ahnung, gefühlt 100 Meter weg von dort, wo überhaupt der Stand von Fitzek war. Also, das ist unglaublich. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mich für einen Autor jemals so lang anstellen würde. Weil, sind wir mal ehrlich, du stehst den ganzen Samstag einfach nur an, um ein Autogramm zu kriegen. Ist es das wert? Sollte man da nicht lieber auf eine Lesung fahren, wo vielleicht nur, keine Ahnung, ein paar hundert Menschen sind, 1000 Menschen? Ich weiß es nicht. Ich schweife mal wieder ab, ich komme von Arschbacken auf Kuchenbacken. Ja, Fitzek, der Heimweg, habe ich mir damals mit Tatjana zusammen gekauft oder wegen Tatjana gekauft, weil wir es unbedingt zusammen lesen wollten. Ich muss sie mal anhauen, wann wir das denn endlich tun werden, damit dieses Buch endlich mal von meinem Sub verschwindet. Eigentlich müssten wir es dieses Jahr noch machen. Ich glaube, ich habe nämlich das Buch auf meiner 23 für 23 Liste. Huch! Da hinke ich maßlos hinterher. Also da müsst ihr mir vielleicht mal so einen kleinen Push in den Hintern geben, dass ich da mal weitermache. Ja, aber jetzt würde ich euch erzählen, um was es hier geht. Jetzt hat mich unser DHL-Mann kurz mal rausgebracht, bevor ich den Klapptext vorlesen konnte, aber das holen wir jetzt nach. Wer das Datum seines Todes kennt, hat mit dem Sterben schon begonnen. Samstag, kurz vor Mitternacht. Jules Tannberg sitzt am Begleittelefon, ein Service für Frauen, die nachts auf ihrem Heimweg Angst bekommen und eine beruhigende Stimme brauchen. So wie Clara. Die junge Frau glaubt, von einem Psychopathen verfolgt zu werden, der vor Wochen mit Blut ein Datum auf ihre Schlafzimmerwand malte. Claras Todestag. Und dieser bricht gerade an. Und dann kommen wir last but not least zu einer Kategorie, die ich immer mal wieder lese, aber da ist es wirklich ganz speziell, welches Buch ich davon nehme, weil es einfach auf den Autoren bzw. um die Person geht, die das Buch oder um die sich das Buch auch dreht. So, ich spreche nämlich von Biografien. Ihr habt es ja in meinem letzten Lesemonat gesehen, dass ich gerade die Biografie von Alan Rickman oder die Tagebücher von Alan Rickman gelesen habe. Die hätte ich euch jetzt auch in die Kamera halten können. Aber ich dachte, ich zeige euch ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe, das ich aber bald nachholen möchte. Ich habe ja schon in diesem Jahr die Biografie von King Charles zum Beispiel gelesen. Von Matthew Perry, die habe ich auch dieses Jahr gelesen. Was das Ganze irgendwie gerade aktuell noch viel trauriger macht, darüber zu sprechen. Und die von Prince Harry steht noch aus. Die habe ich mir zusammen mit Nicole gekauft, beziehungsweise wir haben gesagt, wir kaufen sie uns beide und dann lesen wir sie zusammen. Ja, ist irgendwie auch noch nicht passiert. Also ich habe hier jetzt heute im Video zwei Buddy Reads. Das hätte auch sein können. Drei Bücher, die du dir gekauft hast, weil du ein Buddy Read machen wolltest. Das sollte ich vielleicht auch mit auf die Liste nehmen. Das wäre auch ganz witzig. Da gibt es nämlich einige in meinem Bücherregal, die dann noch offen stehen. Ja, die Biografie von Prince Harry steht, wie gesagt, hier ungelesen. Hab's aber vor, das zeitnah nachzuholen, weil ich es bei manchen Personen einfach total spannend finde, was sie zu sagen haben. Aktuell gibt es ja auch die neue Biografie von Britney Spears, wo jeder so drauf abfährt. Ich bin jetzt kein großer Britney-Fan, aber irgendwie reizt es mich dann doch mal, das Ganze zu lesen. Ja, ich denke, ich muss hierzu nicht allzu viel sagen. Ich denke, jeder Mensch auf der Welt kennt Prince Harry und weiß, wo man ihn einsortieren soll. Und man weiß auch, dass er kein einfacher Teenager und Jugendlicher war und auch seine frühen 20er sehr, ja, alkohol- und partylastig waren. Also ich denke, da wird es viele
Geschichten rund um diese ganzen Partyexzesse und aber auch um das Königshaus und das Aufwachsen im Königshaus geben. Wir sind gespannt. Ihr Lieben, das war's jetzt schon wieder von mir. Die drei Bücher, die ich euch heute zeigen wollte, habe ich euch gezeigt. Ich verlinke sie euch natürlich wie immer unten in der Infobox. Da findet ihr den Link zu Thalia und zu Amazon. Das sind wie immer Affiliate-Links, das heißt, wenn ihr eins der Bücher über den Link kauft, kriege ich eine kleine Aufwandsentschädigung, eine kleine Provision und davon finanziere ich ja immer mein Self-Publisher-Dasein. Wenn ihr mich also unterstützen wollt, dann geht gerne mal auf die Links und ihr müsst, by the way, auch nicht genau dieses Buch kaufen, um mich zu unterstützen. Ihr könnt da jedes Buch, das ihr wollt, kaufen. Nur mal so als Info am Rande. So, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!